So. Da sind wir wieder. Alle fit? Ja. Ja? Ich war die Woche bei dir gewesen, da war leicht stressig, oder? Die Sonne kommt raus, ja? Warte mal. Die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt raus und dein Kopf ist ein bisschen gefickt dann, ne? Nee, können wir ja auch mal Real Talk machen. Dagegen kann man aber nichts unternehmen. Es ist so wie die letzten 25 Jahre. Ich mache jetzt viel, was ich auch im November schon hätte machen können. Und da hätte der Kunde keinerlei Stressgefühl entwickelt. Und ich auch nicht. Ach, die Felge dauert 6 Wochen. Ja. Ist ja eh November. Jetzt? Ach, die Felge dauert 6 Wochen. Dann kann ich ja gar nicht mit Willi und Fritz und Karl auf meine nächste Tour fahren. Nein, kannst du nicht. Kannst du mal ganz eben kurz einen Reifen wechseln, ne? Ja. Was will denn mal so dein Apropos, Entschuldigung, Real Talk, Reifen. Kannst du mal eben einen Reifen wechseln? Wenn du weißt, wann Reifen hast, kann ich den nicht wechseln, weil es gibt keine. Keine mehr? Keine. Allgemein nicht oder lieferbar? Keine Weißwandreifen. Die gibt's noch? Ja. Aber nicht lieferbar. Wahrscheinlich sind die kleinen chinesischen Kinder, die das da drauf malen, krank oder was? Ich weiß es nicht. Es gibt keine Weißwandreifen. Weder von Metzler, von Avon, von Dunlop. Es gibt keine Weißwandreifen. Was ist denn dein Tipp mal an deine Kunden? Hättest du mal einen Tipp oder eine Empfehlung? Ja, aber ich kann die jetzt nochmal wiederholen, aber das habe ich schon, jedes Jahr wiederhole ich das. Am Ende der Saison, wenn ihr eh nicht mehr fahrt und ihr habt irgendwas im Kopf, was ihr machen wollt, bringt mir das Motorrad im November. Dann haben wir mit nichts ein Problem. Weil man muss sagen, du bist ja, ich habe es ja wirklich festgestellt, du bist ja mehr oder weniger alleine im Laden vorne. Vorne, ja. Den Monteur. Monteure. Das Problem ist ja auch, viele beschweren sich auch, du gehst nicht ans Telefon ran, antwortest vielleicht nicht so schnell auf die E-Mails. Ich war wirklich hier gewesen, Dienstag und Mittwoch. Der Laden war brechend voll. Ich wollte eigentlich schon mit dem Roller geradeaus weiterfahren. Und klar, wenn du jetzt ein Kundengespräch führst, wie willst du parallel den zweiten Kunden bedienen? Das Telefon, E-Mail, dann kommt der Kuba noch zu dir, fragt noch eine technische Rückfrage. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Ja? Das kann man aber auch so kommunizieren. Deswegen sage ich halt, schreibt mir E-Mails, wenn er mich nicht erreicht. Weil es ist so, du weißt es selber, wenn ich Kundschaft im Laden habe, mit denen ich spreche, gehe ich nichts ans Telefon, weil es sinnfrei ist, wertfrei ist. Ich kann es auch verstehen, weil es war wirklich die Hölle. Ja. Wirklich die Hölle. Da darfst du ja nicht vergessen, jetzt ist der Kunde weg, dann kommst du jetzt dazu, die Rechnung zu schreiben. Ja? Nee, gar nicht, da standen die nächsten 4 weitere. Ja, da war aber auch extrem. Ich biete dir manchmal Hilfe an, gut, was soll ich daran ändern, aber es ist wirklich Hölle. Ne? Also das heißt wirklich den Kunden den Tipp geben, kommt vor Saisonende, das heißt vor dem Winter. Wenn ihr umbauen wollt vor allen Dingen, egal ob ihr nur, sag ich mal, Lenker, ein Kennzeichen habt, da könnt ihr doch auch im November machen oder im Dezember oder im Januar. Aber nicht Anfang März oder Ende März. Ne? Gut, du siehst ja jetzt alleine, wie lang dein Motorrad gebraucht hat, das dann hier aus Amerika, hier das, die Sitzbank hat gedauert, das, die Beschichterei, dann das und hier und da. Ja? Gut, jetzt haben wir es ein bisschen schleifen lassen, ja, gut. Aber jetzt bekommst du auch langsam Stress, weil die Sonne scheint und deswegen hauen wir jetzt die letzten Punkte da rein, aber es ist kurz vor Fertigstellung. Ja. Aber jetzt, es ist mal warm und mal kalt, aber ich meine, also nächsten Monat sollte das schon am Start sein. Hätten wir damit im Februar angefangen? Ja, bedienen Sie ja gar nichts mehr. Nein, okay. Vergiss es. Jetzt haben wir hier ein echt cooles Kundenbike, was du auch hast selber komplett umgebaut. Richtig. Kunde kam gerade extra von sich zu Hause hingefahren, um das Bike vorzustellen. Er war witzigerweise Mitte der Woche bei mir, weil wir haben die Auspuffendkappen vom Jekyll getauscht. Mhm. Mal eben 2 Schrauben abgerissen. Kannst du mir mal eben die Endkappen tauschen? Ja, ja. 2 Schrauben abgerissen. Mhm. Muttern aufgeschweißt, rausgedreht, 1 Stunde. Mhm. Ja? Zwischendurch eigentlich gar keine Zeit. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, weil er will das Motorrad, er spielt mit dem Gedanken, das Motorrad zu verkaufen, weil er sich was Tourenmäßigeres, er fährt urlaubsmäßig ab und zu weitere Strecken, genau. Und er sagt, du Frank, vielleicht will ich es verkaufen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, wir machen am Freitag Video. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, hast du Zeit, sagt er 2:30, sagt er, kein Problem. Und dann sage ich, weil das ist ein cooles Bike, was die Leute auch suchen. Und vielleicht finden wir ja jemanden, der Bock drauf hat. Für viele muss man ja sagen, ist es für mich ein Bobber-Umbau. Ist ein Bobber. Ja, wir haben Softail ist das, Baujahr 2000. War eine Softail Crossbones. Ja. War eine Softail Crossbones. War eine ganz originale Softail Crossbones. Der Jekyll war schon dran. Allerdings hatte der Jekyll keine kurzen Krümmer. Ja. Das heißt, der war auf der originalen Abgasanlage montiert. Mit langen Endkappen. Kann man die Endtöpfe dann weiterverwenden? Ja, bei Jekyll geht das. Ah, okay. Was auch viele nicht wissen, kann man hier auch mal ganz kurz drüber reden. Wenn ich eine Jekyll-Anlage
für Originalmotorräder kaufe, kann ich später auf kurzen Krümmer umrüsten. Mhm. Bei Kästech kann ich das nicht. Das heißt, die Endtöpfe sind auch nur für die Krümmerlage gedacht? Wenn ich eine Kästechanlage mit kurzen Krümmern kaufe, muss ich die direkt kaufen. Ich kann sie nicht später umrüsten. Bei Jekyll geht das. Okay. Dann brauchst du einen anderen Haltersatz, andere Motoren, also die andere Länge der Motoren und so weiter und so weiter. So, dann haben wir... Kunde hat das Bike besorgt oder du? Er hatte das Gebrauch gekauft. Ja. Er ist der dritte, ist vielleicht ganz interessant für den Verkauf. Ja. Er ist der dritte Besitzer. Hat gelaufen. 36.000. Jetzt frage ich dich, ist das viel für ein Bike? Nein. Ich fand es früher unnormal viel, ja, 36.000. Ja, das ist Bullshit. Ist nicht, ne? Nein. Außer von unserem Heizer-Kollegen, die 60.000 Lowrider. Gut, 60.000. Leon, falls du uns zuschaust, du schaust uns zu. Es gibt natürlich jetzt Leute, da ist 60.000 Kilometer viel für wie eine Million. Wenn man, das ist ungefähr so, wenn du in so einem LKW 1,2 Millionen fährst. Wenn man natürlich immer hart am Gas fährt. Ja, kaum, er fährt kaum. Leon, alles cool. Wir lieben ihn aber dafür, ne? Okay, also Bike, Grundbike gekauft, 36.000 runter, dritte Hand. Deutsches Bike, 5HD. Natürlich, ja. Das habe ich eben, das leuchtet den meisten ein. Ich habe grundsätzlich nichts gegen 1HD-Modelle. Die kann man abfragen, alles cool. Wenn ich ein 5HD bekommen kann, besser. Würde ich lieber... Ist auch wieder für den Wiederverkauf ist einfach. Ist für den Wiederverkauf meistens besser. Weil ist ja auch so ein bisschen diese deutsche Kultur, deutsche Auslieferung, deutsches Fahrzeug. Sicherheit. Es ist ja aber doch... Gut, 5HD könnte jetzt auch in Holland oder in Belgien ausgeliefert werden. Oder Polen irgendwas, genau, ist ja auch. Oder Polen, aber okay. Ist ja egal. Dann kam er zu dir und sagte, okay, er will ein bisschen auf Bobber-Style umbauen. Genau, er will Bobber-Style machen, er will mitschwingenden Heckfender. Also erst, wir haben den kurzen Krümmer montiert, dass wir schon mal hier die Optik hinkriegen. Dann haben wir einen mitschwingenden Heckfender montiert. In dem Fall ist das der Heckfender von Rix. Der kam schon so fertig an im Prinzip, oder? Der kommt tatsächlich so an, dass du den ein, du baust den einmal ein, guckst, ob das passt, aber dann geht das. Auch mit diesen, wie nennt man das hier? Defendersrad. Das ist auch schon mit dabei? Genau, das ist auch schon mit dabei. Okay. Die musst du dann nur beschichten oder lackieren. Ja. Mhm. Das kommt dann alles in Stahlroh. Jetzt muss ich kurz fragen, die Felgen, sind das die Originalen, die da drauf sind? Das ist die originale Felge. Aber verbreitert? Nein, nein. Der Crossbones hat auch einen 200er. Ach, das ist die Originale, so wie es schon... Genau, vorne auch. Das heißt, von Reifen und Felgendimension muss man nichts ändern. Genau, ist nur ein anderer Reifen vom Hersteller, weil der besser ist. So, dann haben wir hinten die kleinen Atos, die 3-in-1 dran gemacht. Auch wieder wegen dem Abstand zu hinten, dass wir da keine Bauchschmerzen kriegen. Hier mit den 20 cm. Ganz früh hätte man die am Rahmen irgendwo gemacht, ne? Ja. Gut, aber du darfst ja eigentlich vergessen, heute ist es ja nicht mehr störend. Früher werden die Blinker ja so weit abgestanden. Das stimmt. Heute stört das ja gar nicht mehr. Gibt es, ich meine, dass hier oben auch Blinker drin sind? Oder ist sowas zu speziell? Das ist schon sehr speziell. Das könnte man jetzt... Aber ich glaube nicht, dass es schöner aussehen würde, wie das. Ja? Okay, das ist immer Geschmackssache. Kennzeichenhalter. Kennzeichenhalter. Ist wieder Wunderkind? Genau, altbewährt Wunderkind. Siehst du auch sofort. Mhm. Finde ich optisch wirklich... Grüße gehen raus an Detlef und Wunderkind. Geiles Produkt. Von der Haptik, wirklich gut. Man kann ja ruhig mal ein bisschen Werbung machen, weil das sind wirklich Produkte, die ich immer fortwährend verkaufe, weil ich halt damit einfach zufrieden bin. Du musst ja schon ein bisschen darauf achten, was montierst du beim Bike, was bringt dir ein Hersteller, der nach einem halben Jahr abfällt und kaputt ist und du hast Reklamation, das bringt ja nichts. Dann haben wir den Lenker haben wir geändert. Das ist so Hollywood-Style, genau. So ein bisschen, so ein bisschen... Schubkarren-Style. Ja, dass du halt auch bequem drauf sitzt, ja. Die kurzen Springerreiser von Thunderbike. Den Frontfender ist der originale, den haben wir ein bisschen gekürzt. Mhm. Auch dieses Mittelblech hier ist original. Ha? Das ist auch original? Das ist original, schwarze. Ganz genau. Richtig. Echt? Das ist auch original. Was ist eigentlich für ein Baujahr? Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mal fragen. Habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Hat der 103 Kubik Inch? Nein, das müsste, glaube ich, ein 96er sein. Dann müsste das auch so irgendwie 2006 sein, oder? Nee, 2006 gab es hier noch nicht. Nee? Uh-uh. Okay. Dann das Luftfilter-Cover, das S&S-Style-Cover war auch schon drauf. Finde ich ganz cool. Genau, das ist so ein bisschen oldschool. Mhm. Ich sehe anderen Tacho. Nee, der Tacho, genau, der war das schon. Das Zubehör-Tacho. Genau, ist von Harley, aber ein Zubehör-Tacho. Ja. Finde ich ganz cool. Genau, haben wir auch beim Chris verbaut bei den Dingen. Genau, der war schon drin, sehr cool. Messer. Mhm. Passt ganz gut. Das Gute ist ja auch, die Kilometer werden ja auch übernommen dann vom Steuergerät. Mhm. Das heißt also, der Kilometerstand. Und du kannst die Farbe auch davon individuell ändern. Ich glaube, mit 25 Farben. Das weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Dann hast du die Pop-Up-Tankdeckel drin. Dann nehme ich die von Harley, weil ich die auch am schönsten finde. Gibt es denn noch einen anderen Hersteller? Es gibt halt günstigere, aber dann. Du brauchst ja, da hast du die Kante auch hier drunter. Genau, du brauchst hier die Tankanzeige. Ja, hier hast du ja die leuchtenden LEDs dann drin. Mhm. Die Farbe, das graue Metall. Sehr cool.
hat sich der Kunde selber ausgesucht. Das war ihm ganz wichtig. Ist ja so ein bisschen eigentlich wie deine umgebaute Fatboy, ne? Geht so in die Stilrichtung, sag ich mal, ne? Ein bisschen. Finde ich sehr schön, die Farbe. Dann haben wir Oldschool-Tankembleme drauf gemacht. Ich mag die, ich finde das mal cool. Ja. Ich finde das auch schöner, wie wenn es einlackiert ist. Ich das ist so wieder dein Part hier. Spirit Leather. Sattel mit, das ist der, sage ich mal, schon die Luxusausführung vom Jimmy. Was heißt Luxusausführung? Aber das ist schon die hochwertige Fraktion mit dem Medaillon, mit den Abnahten, mit der Schürze. Dann hat das passende Tankcover, das Dashcover hier gemacht, ist fortlaufend auch wieder in dem Leder vom Sattel. Wieder mit seinem Logo drin. Das ist schon cool alles, ne? Ja. Muss man sagen. Vor allem die Sitze leben ja auch mit der Zeit, genau, ein bisschen, ne? Das Leder, ne? Seitentasche noch von Jimmy, genau, auch noch gemacht, auch, genau, ne? Genau, komm mal her, Connor. Die passende Tasche dazu. Connor, siehst du das alles mit dem Licht oder soll man im Schatten schieben? Das ist viel zu weit. Ja, weil manchmal das Lichtverhältnis. Aber nur mal, um jetzt den Kunden, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, aber ich sage jetzt mal circa Preis. Also wenn du jetzt hier so eine Kombi kaufst und du siehst, wie wertig das ist, ich sag mal eine Tasche, ein Sattel und so eine Abdeckung für einen Tank, schätze ich mal, bist du bestimmt bei 1800 Euro. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, 1800. Ich sage nichts Falsches, Jimmy. nachher hast du eine E-Mail wieder drin. Ja, aber wir sagen immer circa. Was wir geändert haben, normalerweise würde der Sattel etwas tiefer sitzen. Wir haben hier ein paar Hülsen untergelegt. Einfach mal, weil, wie gesagt, er hat ein bisschen Rückenprobleme. Er hat irgendwie was an der Bandscheibe. Deswegen musste er etwas höher sitzen. Also normalerweise würde die Feder direkt hier aufsitzen. Das heißt, der Sattel würde also etwas tiefer am Heckfender sitzen, was optisch natürlich schöner aussieht. Nur, dass man halt den Leuten jetzt mal zeigt, das kann man also auch noch etwas tiefer machen. Was kostet denn jetzt mal, kurz, um mal die Zahlen, was kostet so ein Heckumbau hier? Was schätzt ungefähr nur? Ich muss jetzt lügen, ich glaube, der Heckfender kostet irgendwas um die 700, glaube ich. Plus Lack. Plus Einbau, auch wieder 1,5, 1,8. Ne? Plus Beschichten, plus Attos. Sogar mehr, 2. Kennzeichenhalter. Ja, müsste ich jetzt zusammen, weiß ich jetzt, habe ich jetzt im Kopf, weiß ich jetzt nicht. Also steckst schon mit der Abgasanlage, mit dem Sitz, mit der Tasche, Heckfender, Lenker, Fender vorne, Tacho, Luftfilter, da steckt schon was drin, ne? Ja, das über 10 Mille, würde ich sagen. Über, ne? Ja, ja. Locker, ja, ne? Die Auspuffanlage kostet ja mittlerweile schon fast 4.000 Euro. Motorrad ist, so wie es steht, auch zugelassen, komplett. Ist komplett zugelassen, richtig. Das heißt? Blinkerabstände stimmen, Blinker vorne. Auswurf ist erlaubt. Auswurf ist erlaubt, Blinker vorne haben wir unterm Lenker. Frontfender ist dran, die Lampe ist tiefer gelegt, auch mit dem Thunderbike-Halter Tieferlegung. Die sitzt ja normalerweise hier oben drauf. Ah, okay. Genau. Ja, stimmt, ja. Für den Bobber-Look setzt man die immer tiefer. Ja. Wie gesagt, sehr, sehr gepflegtes Motorrad. Was man, natürlich die silbernen Akzente am Motor sind alle schwarz. Ich wollte gerade sagen, der Motor wurde ja noch komplett schwarz gemacht, alles, ne? Deckel beschichtet, du hast die Deckel beschichtet, Rockerboxen beschichtet, Stößelcover, Lifterblocks, alles ist durchbeschichtet. Also man muss wirklich sagen, ich dachte, die Laufleistung wird sich belaufen auf ungelogen so 6000 Kilometer, dachte ich. Ja. Also von der Haptik und vom Zustand, oder Connor? Ja. Sieht das wirklich, also jetzt hätte ich mit 36 nicht gerechnet. Also derjenige, der Interesse am Bike hat, ich mein, ist 7, wirklich... 27,9 soll das Bike kosten. Mhm. Können wir mal raushauen. Am besten dich über E-Mail kontaktieren. Am dann. Am besten, ne? Mich kontaktieren. Er hat es, glaube ich, nicht inseriert. Nee. Er sagte auch eben, das soll über dich laufen. Ja, weil er scheut sich immer ein bisschen, weil er selber ist halt immer... Das Bike wird aber hier nicht im Laden stehen, nicht, dass die Leute kommen. Nein. Ist aber, kommt aus Essen, ist also kurzer Weg. Das heißt, er könnte auch relativ zeitnah hier sein. Das heißt, wenn Interesse besteht, die eine E-Mail schreiben. Genau. Das Bike sieht man jetzt im Video ja schon wirklich gut. Alle Fragen wurden auch beantwortet. Und wenn dann einer Bock hat, soll er vorbeikommen. Ihr macht einen Termin aus. Probefahrt kann man machen mit. Genau. Und Thema ist durch. Wie gesagt, ist bei uns alles umgebaut worden. Und gibt es nichts zu sagen. Ganz, ganz sauberes, cooles, gepflegtes. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, mir gefällt das optisch. Ich finde den Lacksatz sehr schön. Hm? Ich muss sagen, die Farbe, irgendwie stehe ich da echt drauf. Du merkst halt auch, in der Sonne kommt da noch ein bisschen. Ja, du siehst ein bisschen, ja, Metallic auf jeden Fall. Ein bisschen, ist auch schon etwas groberes Metallic. Ich weiß jetzt nicht, ob der Connor das hier wieder im. Wir wollten ja heute mal ein bisschen im Schatten filmen. Ich dachte, vielleicht kommt es ein bisschen besser, aber jetzt hat sich die Sonne wieder. Jetzt einfach mal für die Kamera 6.000 ausgeben müssen, nicht nur 2. Das geht auch. Ja, wenn wir mehr Klicks haben, mehr Likes, dann geht das. Ne? Ich würde sagen, wir machen gleich noch zum Schluss ein bisschen Fahraufnahmen. Die Leute wollen ein bisschen was auf die Ohren bekommen. Du wieder, oder? Ja, ich darf ja. Ich habe Allergie. Ich habe. Ich darf. Und ja, ansonsten. Abonnieren, liken, kommentieren. Ja, er sagt das doch nicht wie so ein Soldat immer. Wir gehen wieder in den Wohnwagen, ne? Ciao.